Willkommen zu einem Let's Play von Imperial Assault aus unserem einem. Ja, nochmal, Entschuldigung. Ist noch der Anfang, wir können wegschneiden. Hallo und willkommen zu einem Let's Play von Imperial Assault direkt aus einem unserer Hotelräume in Kashgar. Etwas ungewöhnlich und auch technisch etwas ungewöhnlich. Wir werden hier nicht hin und her schneiden können zwischen mehreren Kameras, weil wir nur diese eine haben. Das heißt, wir ändern gleich einfach noch die Einstellung. Aber erst könnt ihr noch uns in unserer vollen, etwas müden Pracht bewundern. Nämlich Steff, der sich schon mal nehmen kann, wen er spielt. Ja, ich nehme wieder Garkan, den Wookie. Ich nehme mal das Mikrofon. Wen nimmst du? Ich nehme Garkan, den Wookie. Aus einem unserer Hotelräume finde ich übrigens spannend, als würden wir in Kashgar mehrere Hotels besitzen. Ja. Ja, aus einem der zwei Zimmer, die wir für erstaunlich wenig Geld gemietet haben, während wir darauf warten, dass unser Auto repariert wird. Dann, Basti, was spielst du? Ja, wie wir schon festgestellt haben, ist unser Hotelzimmer 80 cm größer. Das heißt, ich neige zum Größenwahn und spiele Jin Odan, die gerissene Schmugglerin. So. Er will damit sagen, dass Steff und er das größere Hotelzimmer haben als Nick und ich. Übrigens nochmal der Hinweis, dieses Video ist 4:3 und VGA, weil wir Platz sparen und Bandbreite. Wir sind nämlich in China gestrandet und wissen nicht, ob wir das hochladen können. Ich muss auch noch sagen, was ich spiele, ne? Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber ich spiele die Jedi-Schnalle. Die Jedi-Schnalle, ich setze sie auf meinen Charakterbogen. Wo ist mein Charakterbogen? Keine Ahnung, ich glaube, der liegt noch in Schüler. Na, vielen Dank, dass ihr das alles so toll vorbereitet habt. Da ist dein Charakterbogen, Nico. Da sagen sie zu mir, komm mit der Kamera, wir bereiten vor. Und dann habe ich keinen Charakterbogen. Als wir gesagt haben, wir machen ein cooles Let's Play von Imperial Assault auf hohem Level irgendwo in Xinjiang in der Taklamakan oder so, haben wir es uns, glaube ich, etwas anders vorgestellt als so. Aber das ist jetzt, wie es läuft. Wir spielen eine Zusatzmission, die wir uns noch auf Englisch gekauft haben, aber die es jetzt wohl bald oder jetzt auf Deutsch gibt. Und zwar die zu IG-88. Die heißt Binäre Revolution. Und es geht darum, dass die Droiden vorhaben, sich zu erheben als neue Herrenrasse. Und aus irgendeinem Grund sind sie... Für die Leute, Herrenrasse gesagt. Pfui. Für die Leute, die nicht wissen, wer IG-88 ist, ist der Kopfgeldjäger, der in der einen Einstellung, wo die Kopfgeldjäger auf der Exekutor versammelt werden, zwei Plätze weiter von Boba Fett steht, glaube ich, oder ein wichtiger Charakter. Ja, diese umgebaute Leuchtstoffröhre, oder? Den würde ich Filme kennen. Man wird sie jetzt noch nicht erkennen, die Leuchtstoffröhre hier, aber gleich wird man sie auf dem Spielfeld sehen. Und ja, ich habe einen bösen Begriff gesagt, aber das sind ja auch die Bösen. Und sie tun sich mit noch Bösen zusammen, obwohl das eigentlich keinen Sinn ergibt, denn ich darf jetzt noch imperiale Figuren aufstellen als weitere Gegner. Imperial Assault kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen spielen. Einmal Spieler gegen Spieler, das machen wir jetzt nicht, sondern wir spielen sozusagen die klassische Variante, und zwar Spieler gegen das Imperium. Und ich bin in diesem Fall das Imperium. Herzlich willkommen. Und diese drei Leute werden versuchen, ihr Ziel zu erreichen, das in diesem Fall ist, IG-88 auszuschalten, in dessen Versteck sie vordringen werden. Während mein Ziel es ist, sie auszuschalten, bevor sie mich erledigen können. Am Ende der 6. Runde übrigens habt ihr verloren, wenn ihr mich bis dahin nicht klein gekriegt habt. Gibt es keinen spannenden Flufftext für diese Mission? Es gibt einen spannenden Flufftext, der ist auf Englisch. Übersetzt ihn nochmal synchron. Ein Aufstand der Druiden steht bevor. Sie verwehren sich gegen die Minderwertigkeit, die durch die organischen Wesen verbreitet wird. Ja. Dieser Ansturm wird angeführt von IG-88, der ein idealer Revolutionär für diesen Fall ist, aufgrund seiner Kampffähigkeiten und seiner nicht ganz stabilen Prozessoren. Und weil er ein Droide ist. Wenn ich schriftlich übersetze, dann ist das alles ein bisschen glatter, als wenn ich das jetzt direkt vorlese. Tja, darunter steht nur noch, dass das hier zu dem Assassin-Droid-Pack gehört. Und wer das im normalen Ablauf des Spiels, wo man einfach Nebenmissionen als ausgelegte Karten dann wählen kann, nicht gewählt werden würde von euch, habt ihr dann immer zwei zur Auswahl, würde ich die Belohnung trotzdem bekommen und ab da IG-88 als imperiale Einheit aufstellen dann können. Dann kannst du ihn in jeder Mission einfach aufs Spielbrett stellen. Die Belohnung bekomme ich übrigens auch, wenn ich gewinne beim Spielen. Aber es ist eine Mission, die ihr dann auf jeden Fall sozusagen, wenn sie ins Spiel kommt, annehmen solltet und dafür eine andere links liegen lassen, weil ihr ansonsten auf jeden Fall einen Nachteil dadurch bekommt. Aber Vorteil Imperium. Wir sind außer der Reihe, weil wir die Kampagne ja schon verkackt haben. Auf dem Weg hierher haben wir hier fast jeden Abend gespielt und am Ende wurden wir hingerichtet. Es tut mir leid, aber ihr hattet zwischendurch echt einen guten Run, nur dann Darth Vader habt ihr nicht besiegen können. War trotzdem ein bisschen deprimierend am Ende. Wollen wir da mal anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mal an und ändern deswegen die Einstellung der Kamera erstmal. Bis gleich.
Wir haben jetzt die Kamera mit Hilfe von 3 Packungen Warhammer Fantasy Rollenspiel, einem Portemonnaie, einem Schild und 2 frischen Socken installiert. Und das Erste, was wir machen, ist, dass ich einmal Bedrohung aufbauen darf. Das ist eine Währungseinheit, die von der Höhe der Mission abhängt, mit der ich neue Einheiten aufs Feld stellen kann. Und ich darf auf 12 erhöhen, weil wir hier sozusagen auf dem höchsten Niveau spielen und die direkt ausgeben. Und deswegen möchte ich, dass Steff mir 2 Herren von der Roten Garde leiht, die ich dafür einkaufe. Vielen Dank. Warum spielen wir auf dem höchsten Niveau? Weil wir schon so hochstufig sind, oder was? Weil wir das letzte Mal nicht genug auf die Fresse gekriegt haben. Und du wackelst ziemlich am Bett. Ja, wir spielen auf dem höchsten Niveau, weil ihr auch euch schon so weit entwickelt habt, schon so viel XP habt, schon so viele Gegenstände eingesammelt habt, dass ich sonst als Imperium eigentlich nicht mehr mithalten kann. Mhm. Deswegen müssen wir das so machen. So. Da stehen sie und haben eure, und damit dürft ihr auch wieder anfangen. Ja, Nico, du hast die 2 Marker. Ich empfehle übrigens, wenn man Musikuntermalung braucht zu diesem Video, den Soundtrack von Dark Forces, den guten alten MIDI-Soundtrack, auf YouTube aufzumachen und parallel laufen zu lassen. Es gibt nichts Besseres. Würden wir Dark Forces sagen? Ja, ich behaupte, wir dürfen. So, ich habe vergessen, wie die Regeln gehen, aber ich gehe einfach mal. Ich habe jetzt schon das Talent Kunst der Bewegung. Ich darf also schneller gehen, als ich normalerweise gehen darf. 1, 2. Wo will ich denn hin? Soll ich links oder rechts? Ist euch völlig egal, ne? Okay. 3, 4, 5. Dann bin ich in Reichweite zu beiden diesen Typen hier. Und das hier ist, entpuppt sich übrigens beim genauen Hinsehen als ein IG-Roboter. Etwas unklar, ob das 88 ist oder jemand, der nur sehr ähnlich aussieht wie er. Was ist da gerade passiert? Aus der Kiste ist ein Roboter gestiegen? Ja, beim Näher. Nein, es war nicht wirklich eine Kiste. Diesen Marker habe ich jetzt einfach nur durch die Figur ersetzt. Der steht für eine Kopie sozusagen von IG-88. Okay. Jetzt darf ich weitermachen? Ja. Okay, das war meine erste Aktion. Ich bin gelaufen. Jetzt darf ich noch jemanden angreifen. Beziehungsweise, da ich weiß, dass diese beiden Royal Guards nebeneinander immer ein Problem sind, versuche ich einen davon mit meiner Fähigkeit Machtschub wegzuschubsen. Ja? Dann würfel mal. Ja, dafür lege ich eine Probe auf meine Wahrnehmung ab. Muss dafür mit 3 Würfeln würfeln, die mir vorgegeben sind. Und schaffe es nicht. Damit darf ich den Machtschub nicht mehr benutzen. Und hab's verkackt, jemanden wegzuschubsen. Aber ich kann noch angreifen. Trotzdem bin ich auch noch erschöpft. Oder? Ja, ich kriege 2 Stress. Das ist sozusagen meine Ausdauer. Aber ich nehme nochmal 2 auf und mache einen Präzisionsschlag auf den da. Mhm. Damit darfst du ihm einen von seinen Verteidigungswürfeln wegnehmen. Er hat nur einen, das heißt, er hat keinen mehr übrig. Das heißt, ich mache bei ihm 3 Schaden, er darf sich nicht verteidigen. Er darf sich nicht verteidigen. Er würde normalerweise einen Bonus bekommen, weil er neben seinem Kumpel steht. Aber hier steht, wende +1 auf den Verteidigungswurf an und wenn ich gar nicht erst würfle. Ich glaube, das ist so eine etwas Unklarheit, wo man entscheiden muss und ich sage, er kann sich nicht verteidigen. Und damit kriegt er wie viel Schaden? 3. 3. Nee, warte mal, ich habe ja nochmal, die Waffe macht immer extra. Sie sind schon ziemlich gut ausgerüstet. Die Waffe ist durchschlagend, aber das ist jetzt egal, ne? Weil, ja, weil er keine Rüstung hat. Dann Steff, 3. Reichst du mir 3 Lebenspunkte? Steff macht hier jetzt sozusagen die Bank mit Markern. 3 Schadenspunkte. Ja. Die legen wir an die Figur an. Gut. So, kannst du mir jetzt bitte erklären, warum diese beiden Royal Guards dem Droiden helfen bei seiner Mission, die Menschheit zu vernichten? Nein, kann ich nicht. Außer, dass das Imperium, keine Ahnung, es vielleicht ganz gut findet, wenn der gerade diesen Planeten aufmischt. Eigentlich hat das Imperium ja auch nicht wirklich viel übrig für Droiden. Es ist nur insofern zu erklären, als dass ich als der Gegnerspieler ansonsten praktisch nur imperiale Karten oder Monster zur Verfügung habe. Und Monster darf ich nicht spielen, weil IG-88 nicht mit unintelligenten... Okay, Erklärung reicht mir. Dann sind jetzt die Imperialen dran, was? Ja, die Imperialen sind dran. Und ich würde mal sagen, beide roten Garden bewegen sich auf dich zu. Tück, tück. Der macht 2 Schrittchen. Und danach ist seine 2. Aktion, dich zu hauen. Ich kriege dafür einen roten und einen gelben Würfel. Pass auf, dass du die Kamera nicht runterwirfst dabei. Das sind 3 Schaden und Betäuben. Ich darf mich natürlich verteidigen. Ich habe einen weißen Würfel, mit dem ich
Kante würfle, mit dem ich einen davon negiere. Das ist dieser eine Schadenspunkt, der aufgehoben wird. Das heißt, du kriegst 2 Schaden und wirst betäubt. Ich krieg 2 Schaden und bin betäubt. Das sind die Lebenspunkte vom Wookie. Ja, Entschuldigung. Steff macht's andersrum, der wirft Punkte weg. Ah, okay. Warum machst du das andersrum? Das ist nicht regelkonform, Steff. Ich möchte es nur mal ausprobieren. Zum Buch halten, okay, Und betäubt. Ja, ja. Nein, für Steff ist das so eine Art Countdown, weil der besser wird, wenn er tot ist oder sowas, ne? Ja, der Wookie wird stärker, wenn er betäubt wird, bizarrerweise. So, die zweite rote Garde macht ebenfalls einen Schritt nach vorn. Und 1, 2, 3, der macht einfach zusätzlich Schaden, das wären 5 Schaden. Ich verteidige mich nochmal. Na ja, das hat nichts gebracht, ne? Ja doch, du kannst die zusätzlichen 2 Punkte Schaden, die ich dir alten Blitz bekomme, negieren, das heißt 3 Schaden für dich. Der gibt mir 3 Schadenspunkte. Dankeschön. So. Damit wäre jetzt aber auch wieder einer der beiden Rebellen dran, oder? Yep. Ich sag mal Steff. Okay, dann bin ich jetzt dran. Kann ich das auch gerne halten. Ja, dann haltet das. Ich halte das, glaube ich, übrigens für übertrieben. Mayri überschätzt uns, unsere Fähigkeiten. Wir kriegen tierisch aufs Maul. Aber da ich der festen Überzeugung bin, dass IG-88 nicht direkt im ersten Raum steht, sondern dass das wirklich nur eine Attrappe ist, würde ich versuchen, andersrum zu gehen. Und da ich unaufhaltsam bin, darf ich auch einen Schritt weiter gehen, als es normalerweise der Fall ist. Und darum werde ich gegen die Drohne vorgehen. 1, 2, 3, 4, 5. Das war meine erste. Und als zweites werde ich ihr ein paar einschenken. Okay, das wäre 4 Schaden und ein Durchschlagend. 4 Schaden und ein Durchschlagend, okay. Ich glaube nicht, dass ich das überleben kann. Oh, okay. Doch. 4 Schaden, davon 2 abziehen, weil du einen meiner Rüstungen durchschlägst. Dann kommen noch 2 raus. Die lebt immer noch tatsächlich. Man gebe mir 2 Punkte. Sollte da. So, du bist dran, Imperialer Abschaum. Der Imperiale Abschaum ist dran, das ist ja nett. Mein Pseudo-IG-88... Und die Eigenheit dieser Figur ist, dass ich mir immer Würfel aussuchen darf, mit denen ich schieße. Und da ich mich jetzt bewegt habe, kann ich Würfel nehmen, auf denen keine Zahlen drauf sind. Die Zahlen sind nämlich nur, um sozusagen eine Zielgenauigkeit zu haben, um über mehrere Felder zu schießen, sondern kann welche nehmen, die echt Schaden machen. Das wären diese beiden roten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schaden. Auf mich nehme ich an, ja? Ja. Mhm. Oh, warte, du kriegst auch noch einen Erschöpfung, weil ich erbarmungslos bin. Und wenn ich aus der Nähe auf dich schieße, kriegst du Angst. Ich bin aber schon erschöpft. Nein, du bist betäubt. Ach so. Noch einen weiteren Stress. Ah. Ich verteidige mich trotzdem. Und nichts kommt an. Auch der Stress nicht? Doch, der kommt an. Doch, der Stress kommt an, der wird vorher ausgelöst. Okay, damit wäre Basti dran, richtig? Ja, damit bin ich dran. Ja, die Schmugglerin ist ja eher so eine Art Glaskanone und die ist schnell im Ausschenken und schnell im Weglaufen, hoffe ich. Das werde ich jetzt auch mal nutzen. Ich beschränke mich jetzt auf die 4 Schritte, ich könnte eigentlich 5. Aber ich sage, dass ich die imperiale Garde ins Visier nehme. Die schon verletzt ist. Die schon verletzt ist. Ja. Das heißt, ich hoffe, dass ich der jetzt den Rest geben kann. Ich setze dazu eine meiner Sonderkarten ein, den Streulauf. Das ist so eine, benutze sie einmal, mach einmal extra Schaden. Und ich hoffe einfach mal, dass ich den Kerl jetzt irgendwie aus dem Weg pusten kann. Das sind 3 Schaden. 4 durch den Blaster, 5 durch den Streulauf. Also 9. Was? Was hattest du? 4 durch den Blaster? Nein, ich habe zusammengezählt. Also ach so, durch insgesamt komme ich auf 5. Ja. Okay. Kommen 2 durch. Nee, kommt einer durch, weil er seinen Kumpel neben sich stehen hat. Ja. Verdammt. Das heißt, ich kriege noch einen Schadenspunkt, aber er steht noch. Gut. Ich stehe jetzt in Reichweite dieser Leute, was natürlich nicht gut ist. Deswegen nutze ich jetzt noch eine meiner Sonderfertigkeiten und springe einen Schritt aus dem Weg. Weil ich Schaden gemacht habe. Du bist dran. Ich bin dran. Das heißt, ich habe jetzt nur noch meinen Suchdruiden aktuell, den ich verwenden kann. Ja, der schießt jetzt einmal auf den Wookie, der vor ihm steht. Das wird nicht so irrsinnig viel bei rumkommen. Wohl. 1, 2, 3. Ja. Und durchschlagen. 3 und durchschlagend? 3 und durchschlagend.
Ja. Also kommen immer noch zwei durch bei dem Ergebnis. Gut. Und dann haben wir nochmal die Jedi dran, denn weil normalerweise sind es vier Spieler. Es ist auch vier gebalanced, kann man sagen. Also man kann es damit spielen, wie man will. Und da wir nur drei sind, darf ich zweimal und nächste Runde darf ich mal anders zweimal. Ja, die Jedi ruht sich erstmal aus. Damit sie wieder. Damit sie. Ja. Also ich mache Kampfmeditation tatsächlich. Das ist wieder eine Sonderfertigkeit. Da müsste ich abermals eine Probe ablegen auf Wahrnehmung. Und ich lege diese Probe ab und ich verkacke sie ausnahmsweise nicht. Das heißt, dass ich fokussiert bin. Ja? Oder einer von euch, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich das bin. Das wiederum heißt, dass ich einen weiteren Angriffswürfel kriege, wenn ich jetzt auf den Kollegen hier drauf haue, nämlich auf. Wer war schon angeschlagen? Ist das der hier? Nico, ich unterbreche dich nur ungern, aber du bist immer noch betäubt, ne? Ich bin erstmal nicht mehr betäubt, ja, und dann ruhe ich mich. Aber war dein Ausruhen nicht? Das ist das, ja, ja, das Ausruhen, hebt das betäubt auf, oder? Nein. Nee, okay. Dann kann ich nichts mehr machen, aber ich bin fokussiert. Das ist schön für dich. Ja. So, dann habe ich noch eine Tut letzte. Mir leid. Wenn Maike es nicht merkt, dann. Ja, dann kommt hier unser Überwachungsmensch Basti. Entschuldigung. Die Drohne, der Suchdruide. Macht jetzt das einzig Sinnvolle, was man mit einem billigen Suchdruiden machen kann, gegen hochrangige Helden. Springt sich in die Luft. Autsch. Und ich würfle einen roten Würfel und du kriegst drei Schaden, weil du daneben stehst. Kann man immer am Ende der Runde machen, das heißt, man muss darauf achten, dass das Viech überlebt, bis man soweit ist. So, dann baue ich mal Bedrohung auf. Zack, 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 zack. Kaufe ich mir dafür was? Ich glaube, ich kaufe mir dafür noch nichts. Und jetzt gibt Nico seine zweite Aktion an jemand anders weiter. Richtig, wer will sie haben? Das kommt. Ich gebe sie dem, der sie nämlich verraten hat. So. Okay. Gut, oder so. Wer möchte anfangen? Sinnigerweise dann der Wookie. Ja. Der Wookie fängt an und ich werde zur Tür gehen und gucke jetzt, was muss ich tun, um sie zu öffnen? Du musst auf die Tür einschlagen. Sie hat doppelte Bedrohungsstufe der Mission an Lebenspunkten und darf sich mit einem schwarzen Würfel verteidigen. Das heißt, du musst ihr 12 Schadenspunkte zufügen und ich darf dagegen würfeln. Die Sau. Ist halt eine zähe Tür. Die wird umso zäher, je stärker ihr seid. Das sind reagierende Türen, sozusagen. Das sind Elder Scrolls-Türen. Ja, die leveln mit. Das sind Oblivion-Türen. Ja, dann werde ich halt versuchen, die Tür einzuhauen. Das nimmt einem halt so ein bisschen das Gefühl des Stärkerwerdens. Das tut mir leid für euch. Ich frage mich, was diese Tür für Erlebnisse gab. Sechs Treffer durchschlagend. Was davon ist ein Blitz gewesen? Also das Durchschlagen und zwei zusätzliche Schaden. Dann sind es nur noch vier Treffer. Ja. Okay, trotzdem vier. Ja. Magst du mir noch zwei Marker geben, damit wir die festhalten können? Was du gerne haben. Und somit ist mein Zug auch schon rum. Ich bin gelaufen, ich habe gehauen. So, der nächste. Was Wookie also, halt so machen? Sprich Imperial. Okay, die Imperialen sind dran. Die Rote Garde handelt zuerst, weil bei der die größte Gefahr besteht, dass sie gleich nicht mehr zu zweit ist. Und haut weiter auf die Jedi ein. Oder schnapp ich mir die Schmugglerin? Ja. Ich glaube, ich schnapp mir die Schmugglerin. Du hast ganz schön überlegen für jemanden, dessen löchrige Socken die ganze Zeit im Bild sind. Ja, in China gekauft, einmal getragen, schon sehen sie so aus. Was, das sind neue Socken? Ja. Ich bin sicher, das liegt an den Straßenbedingungen hier. Oder vielleicht an der Qualität der Socken, die hier verkauft werden, ich weiß es nicht. Also, 1, 2, 3, 4. Yeah. Er nimmt seine Schadenspunkte mit. Du weißt, was ich gleich machen werde, ne? Ja, abhauen. Ja, du kannst, er kann nämlich weiterlaufen, wenn er Schaden bekommt. Trotzdem wirst du jetzt erstmal geprügelt. Ja, nicht nur das. Ich kann ja auch noch mein Schnellziehen nutzen, ja, dann und dir vorher eine Ladung Blaster-Schrot. Schauen wir mal. Blaster-Gas. Also ich würde dich jetzt angreifen. Ich kann tatsächlich mit dem Schnellziehen vor. Ich weiß, aber du musst es mir schon sagen. Das habe ich hier gerade gesagt. Gut. Also, ich verkünde hiermit das Schnellziehen. Dann das zieh heißt, mal. Ich schieße. Ohne den Streulauf. Ich nehme dafür 2 Erschöpfungen auf. So, die lege ich jetzt hin. Und ich schieße. Und mache dir 5, 6 Schaden. Ja. Also, wie gesagt, ich bin eine Glaskanone. Das heißt, meine Hoffnung liegt darin, Dinge umzubringen und danach schnell wegzulaufen. Und ich nutze meine zweite Fähigkeit, nachdem ich nämlich
Schaden gemacht hatte? Also nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darf ich einen Schritt laufen. Und das tue ich auch. Ich haue nämlich ab. 1, 2, 3, 4, 5. Nur leider nicht schnell. Die kommen trotzdem hinterher und ich bin fokussiert, weil mein Kumpel gestorben ist. Aber darf ich kurz fragen? Rein technisch gesehen hat Mayri aber keinen Angriff durchgeführt, sondern nur angesagt und du hast sie unterbrochen. Das heißt, du dürftest dich nicht bewegen. Macht keinen Unterschied, aber wir schubsen sie einfach. Nachdem ich einen Angriff durchgeführt habe, darf ich mich bewegen. Und wenn jemand anderes einen Angriff auf mich durchgeführt hat, dann darf ich mich bewegen. Dann habe ich nichts gesagt. Das heißt, ich springe wild in der Gegend rum. Ist ja gut. Du bist jetzt da, wo du bist. Ich kann dich trotzdem hauen. Ja, und jetzt kann ich nicht mehr weglaufen. Man merkt, dass wir 4 Wochen in China waren. Jeder überwacht hier jeden. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und jetzt kriege ich auf Maul. Ja. Magst du mir mal 5 Marker geben? Danke. Das war meine rote Garde. Einer von euch ist dran. Ich bewege mich noch mal einen Schritt. Warst du schon aktiv dran? Aktiv war ich noch nicht dran, dann übernehme ich einfach mal. Und weil ich günstig stehe, schieße ich, ohne mich zu bewegen. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass ich tatsächlich diese rote Garde in dieser Runde einfach wieder über den Haufen schießen kann. Das sind 4, 5 Schaden, die ich mache. 2. Ach, ich habe noch Marker hier. Okay. So. Ich bewege mich diesmal nicht, obwohl ich erfolgreich einen Angriff durchgeführt habe. Ganz einfach, weil ich die Angst habe, dass ich danach aus meiner Reichweite laufe. Und statt eines Bewegungszuges mache ich einen zweiten Angriff in dieser Runde. Das sind immerhin 5. Mal wieder. Falscher Würfel. Es sind wieder 2. Ja, schade. Lebt knapp noch. Und jetzt laufe ich weg. Wieder mein Schritt. War das einer? Ja. Und damit übergebe ich mich an das böse Imperium. Das böse Imperium schießt auf die Jedi, weil es nichts anderes mehr zu tun hat. Mhm. 6 Punkte. Ach, 6. Okay. Nee. Ja, also der weiße Würfel ist für die Charaktere, die ausweichen. Die können auch mal allem ausweichen. Der schwarze Würfel ist für die Charaktere, die einstecken und viele Lebenspunkte haben, richtig? Ja, und wäre das der echte IG-88, dann könnte ich jetzt nochmal schießen, weil der beide seine Aktionen als Angriffe verwenden kann, was ansonsten eigentlich fast nur die Helden können und nicht die normalen Einheiten. Aber es ist nicht der echte IG-88. Ich hab's gewusst. Steff hat's gewusst. Jetzt bin ich dran, richtig? Deswegen darf er das nicht. Ja, du bist dran. Gut, ich bin noch fokussiert und ich mache einen Präzisionsschlag. Ich nehme also nochmal 2 Stress auf. Und dann haue ich, dann darf er sich nicht verteidigen oder weniger verteidigen. Und dann haue ich ihm volles Pfund aufs Maul. Und dann kriegt er 4, 5. Ja? Kriegt er? Ich weiß ja nicht, wie er sich verteidigt. Also, er hat nur einen Verteidigungswürfel, den hast du eben genommen. Und damit ist der falsche IG-88 wieder runter. Yay! Dann darf ich noch eine Sache machen. Und weiß aber nicht, welche. Du könntest dich erholen. Ich könnte mich schon wieder erholen. Ich hole mich schon wieder. Und baue dadurch auch endlich mal ein bisschen ja, genau. Ein bisschen Lebenspunkte auf. So, und damit war das diese Runde. Da kommt der die zweite Aktion Wookie von Wookie kommt, dran. Ja. Ach, der, entschuldige. Ja, der Wookie kommt nochmal dran und der will die Tür halt einhauen. Darum werde ich meine zwei Aktionen für 2 Angriffe nutzen. Und ich hoffe, dass es was bringt. Sind 2 Schadenspunkte? Nein, sind keine. Der zweite Angriff macht 4 Schadenspunkte. Immer 2. Brauchst du noch? Ich brauche noch, ja. Okay. Und damit war mein Zug jetzt vorbei. Ich war übrigens dumm, ich hätte gleich nochmal Kampfreaktion machen können, um mich zu fokussieren für die nächste Runde, habe ich vergessen. Das macht nichts, ich war auch dumm, mit der roten Garde hinter der Schmugglerin herzulaufen, das ist keine gute Kombination. Die sind besser gegen die Jedi. Hätte auch noch einen Stress aufbauen können, um einen Schritt zu gehen und ihr nochmal anzugreifen, das wäre auch möglich gewesen, aber das war ich zu blöd für. Wir sind alle echt holen können. Ja, hat Steff irgendwas Blödes gemacht? Ich habe nur die Tür angegriffen, ich weiß nicht, wie dumm oder wie klug das ist. Nein, es ist notwendig. Also Steff ist bis derzeit noch der Schlauste hier. Ja, der Wookie ist der cleverste Spieler. So, ich baue weiter Bedrohungen auf und überlege, ob ich mir dafür wieder was aufs Feld stelle. Ich könnte mal zum Beispiel... Ja. Da kommen überraschenderweise Sturmtruppen aus der Ecke.
Das muss nicht logisch erklären. Normale oder Elite? Elite. Stimmt, du hast ja einen von den Truppen mit Offizierskläppchen versehen. Steff hat in unserem bisherigen Aufenthalt hier in China alle Figuren und alle Zusatzfiguren, die wir haben von dem Imperial Assault, liebevoll mit Hand angemalt. Normalerweise kommen die nicht in dieser großartigen Optik. Sogar Han Solo. Er hat Han Solo sogar Schweißflecken auf sein Hemd gemalt. Und den roten Streifen an der Hose. Der ist der wichtige koreanische Streifen. Koreanisch? Korelianisch. Das verschleift sich leicht, ne? Hm. Gut. Nordkorelia oder Südkorelia? Ja, das ist eine gute Frage. Der Familie, mit der er verwandt ist, die Treue schwören, oder? Es gab doch irgendwann mal, dass er verwechselt wurde vom Namen her mit einem Königsgeschlecht von Corellia in irgendeinem Roman. Ja, der war nicht gut. Ja. Gut, neue Runde. Wer möchte diesmal doppelt? Ich sehe, die Schmugglerin hat schon den Doppelten. Ja, anscheinend ich. Ich habe sie einfach mal gerechterweise. Ich nehme das einfach mal weg. Ja, mal kurze Frage. Kriegt man die Tür auch irgendwie anders auf als mit roher... Na gut. Dann werde ich jetzt einfach mal einen Schuss über drei Felder wagen und versuchen, diese imperiale Garde nochmal umzuhauen, die sich da ein wenig zu weit vorgewagt hat. Ich bleibe hier einfach stehen, schieße und hoffe das Beste. Das sind fünf Felder weit. Ach so, ja. Genau. Ich komme fünf Felder weit, sagt der Würfel, und ich mache 4 Schaden. Sag meiner Mutter. Nein. Das hört man eh nicht, was du da vor dich hinflüsterst. Ja, das hört man auch nicht wirklich aus dem Helm der Roten Garde raus. Ach so. Ja, das war gut. Also ich werde seiner Mutter nichts sagen, aber ich nutze meinen üblichen Schritt, den ich nach einem erfolgreichen Angriff machen darf, und stehe einer gemeingefährlichen, aggressiven Tür gegenüber, die ich jetzt einfach mal beschieße für 3 Punkte. Dann kriegt sie einen weiteren Punkt Schaden. Ja? Juhu. Jetzt mehr als die Hälfte. Ja. So, das waren meine 2 Aktionen. Das Imperium ist dran. Das Imperium hat nur noch Sturmtruppen. Und es tut mir leid, aber die Sturmtruppen stehen vor der Jedi. Die kommt hier heute nicht weit, ne? Nee, die ist da schlecht geparkt. Und die brauchen sich auch alle nicht bewegen, um auf dich schießen zu dürfen. Also machen wir das einfach mal so, wie sie da hocken. Der Erste schießt und macht... Ich weiche aus. Okay, gut. Der Zweite schießt und macht 1... Ja... 1, 2, 3, 4, 5. Also, gib mir den Fünfer. Ja. Und der Letzte schießt auf dich. Der macht 1, 2, 3. Ich stehe aber neben meinen Kumpels. Ich dürfte einen davon neu würfeln, aber da ich dein Verteidigungsergebnis sehe, das nur Blitze negieren würde, bleibe ich bei den 3 Schadenspunkten. Aua! Das waren die Sturmtruppen. Wer ist jetzt dran? Nico, willst du dich gleich revanchieren? Ich würde mich jetzt gleich revanchieren, okay, ja. Dann mach das. Was für einen Rundumschlag habe ich leider nicht. Aber sie sind alle in Reichweite. Das heißt, ich mache erstmal... Ja? Ich nutze Druck ausüben. Du hast durch einen Angriff Schaden erlitten und ich darf diese Karte jetzt, die halt eben dadurch, die ich habe, weil auch das Imperium auflevelt mit der Zeit der Imperium-Spieler, ja, die letzten 3 Punkte stattdessen in Belastung umwandeln, damit du mir nicht wieder mit zu viel Machtgedöns umgehst. Richtig, ich lege 3 Schadenspunkte wieder ab und nehme 3 Stress auf, richtig? Mhm. Dann nehme ich noch 2 weitere Stress auf und komme dir mit Machtgedöns. Ja. Und mache einen Präzisionsschlag auf ihn hier. Mhm. An ihn hier komme ich eh nicht ran. Und er kriegt 4 und darf sich nicht verteidigen. Oh, dann lebt er trotzdem noch. Das ist blöd. In dem Fall trete ich einen Marker. Trete ich nochmal nach. Ich erschöpfe meine Karte schneller Tritt. Um eine... warte, das geht nicht. Da muss ich näher dran sein. Vergiss es, ich gehe nicht nach. Das heißt, du tust ihm weh, aber er steht gerade eben noch ja auf den Beinen. Und das war eine Aktion. Jetzt hau ich nochmal nach. Und jetzt kriegt er nochmal 3 und darf sich verteidigen. Entschuldigung. Kommt nichts durch. Was für ein Arschloch. So. Du legst das irgendwie schon wieder drauf an, dich ist umzubringen. Ja, ist ja auch ein Elite-Arschloch. Dann würde ich sagen, er ist auch dran, ne? Oder irgendwer. Nee, du hast keine Einheiten mehr, dann ist der Wookie dran. Yay! Was macht der Wookie? Der geht heim. Nein, er haut natürlich 2-mal auf die Tür drauf, weil er. Das ist eine echt großartige Tür. Ja. 3, 4, 5. Ja, 5 Schaden.
wird. Ja, müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, ja. So. Warte. Oh, ja. 7, 12. Ah. Oh, damit haben wir genau den Punkt erreicht. Die Tür ist weg. Oh die Tür Gott. Ist weg. Und oh das löst natürlich auch Dinge aus, nämlich dahinter steht. Benutzen wir mal den Marker. Eine weitere IG-8. So, deine komischen Soundeffekte passen nicht gut zu der Musik, die die Leute angemacht haben. Ich habe gesagt, sie sollen Dark Forces Soundtrack anmachen. Entschuldigung, möchtest du den Soundtrack machen? Wir machen keinen Soundtrack, den machen die Leute selber. Ja, okay. Also. Das war ja eine Aktion, der Angriff, und da der Wookie jetzt einen neuen Feind sieht, auf den er sich stürzen kann, nehme ich 2 Erschöpfung auf und sage einen Sturmangriff an. Und greife natürlich sofort an. Mit 4, 6 Schaden. 6 Schaden? Ja. Davon kann ich nur einen, ja, der ist sofort wieder tot. Alles musst du kaputt machen. Ja. Ja, und damit war mein Zug, ich denke, recht erfolgreich, aber ich bin durch. Ja, gut gemacht. Ja, ich kann immer noch nichts machen, weil mein IG-88 direkt wieder getötet wurde. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl, ob ich zum Wookie laufe in eine ungewisse Zukunft oder der Jedi helfe. Also irgendwie... Was? Also... Ja, ich fürchte, die Jedi ist schon wieder tot, wenn wir jetzt da nichts machen. Das heißt, ich laufe jetzt wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Meine 5 Schritte. Ich stehe jetzt in keiner Position, in der ich schießen kann. Aber ich habe... Ja, da ist eine Wand. Ja, ich habe die Fähigkeit unmöglicher Schuss. Die nutze ich jetzt. Das heißt, ich hätte gerne etwas Erschöpfung. Wie Eine. Eine? Ja. Mein Gott, der unmögliche Schuss ist aber billig. Und ich darf jetzt eine Linie von 3 Feldern ziehen und ich ziehe diese Linie. Und 1, 2, 3, ja, sollte machbar sein. Mit einer Reichweite von 3, dieses imperiale... Auf welchen schießt du? Auf den Verletzten. Okay. Das sind 4, das sollte reichen. Ja, das reicht. Dadurch wird jetzt einer seiner Kumpels fokussiert. Ich habe erfolgreich angegriffen und mache einen Schritt zurück. Das war's, ich bin durch. Wir haben das nie überprüft, ob das was passiert. Er macht regelkonform, ist aber wir glauben es immer mal. Waren jetzt schon alle dran? Ihr habt. Also, wir haben Ende der Runde? Ja. Es erscheint jetzt noch am Ende der Runde, wahrscheinlich wenig überraschend für euch, ein IG-88. Jetzt erscheint er genau da, wo er nicht mehr im Bild ist, weil ich da gerade die Kamera anders ausgerichtet habe. Ja, aber er erscheint hier am Eingang des Dungeons. Okay. Ihr seht das im Rücken der Jedi. Ist er drauf, wenn er da erscheint? Nein. Nein. Müssen wir uns jetzt vorstellen. Ja, also die müssen sich's vorstellen, alle anderen hier sehen's. So. Hä? Nein, die Kamera kann's nicht sehen, aber wir müssen es uns nicht vorstellen, weil ja. Er ist da. Egal. Vier Leute, die sich nicht vorstellen müssen, versus ein paar hundert bis ein paar tausend, die sich vorstellen müssen. Oh, danke, Steff, das ist clever. Ich versuche es gerade, ja, aber merkt das mal. Wir müssen zu arg weit. Jetzt ist gerade mal die Kante in Sicht. Okay. Also wir müssten noch weiter. Also er ist da, glaubt uns einfach. Er ist eine dunkle Bedrohung. Was wir machen könnten, wäre vielleicht... Ja. So, ja. Oh. Ein bisschen noch in die... Und jetzt ist er zu sehen. Aber unscharf, egal. Der Rücken ist unscharf, aber man kann ihn sehen. So. Gut. Wer von euch möchte anfangen? Ach ja, warte, ich darf auch noch wieder Bedrohung aufbauen und vielleicht was auf das Feld werfen, deswegen gebe ich das Mikro direkt mal weiter. Ja, Maike baut jetzt Bedrohung auf und wirft es aufs Feld, aber ich glaube, ich fange jetzt trotzdem mal an, weil ich zweimal dran bin in der Runde, während ein Erdbeben offenbar die imperiale Basis oder was auch immer das erschüttert hat und hier schlimme Brüche erschienen sind. Das Sinnvollste, was ich tun kann, ist, ich ruhe mich aus, ich baue meinen Stress ab, Maike stellt da nochmal eine Suchtruiden hin, ich ruhe mich aus, ich würfle nochmal auf Kampfmeditation, schaffe das auch, bin fokussiert, nehme einen Stress auf, gehe einen Schritt in die Richtung, ja? Ja, ist das in Ordnung? Ich mache einen Präzisionsschlag, ich hoffe, das darf ich alles in der gleichen Runde, ich habe es nicht nachgeschaut, so, greife ihn hier an, der fokussiert ist. Du hast 2 genommen, ich sage gerade nur. Ja, er darf sich jetzt nicht verteidigen.
und kriegt drei betäubend. Welcher von denen? Der Fokussierte? Der Fokussierte kriegt drei betäubend. Dann kriege ich noch einen Betäubungsgegenwurf. Und dann erschöpfe ich noch meine schnelle Trittkarte und tritt nochmal nach. Und dann kriegt er nochmal zwei. Daraufhin wird sein Kumpel fokussiert. So, jetzt bin ich schon ziemlich, habe ich schon ziemlich viel abgebaut von meinen Fähigkeiten, aber immerhin. So, und damit ist jemand anders dran, nämlich du. Ja, und ich nehme die Sturmtruppen. Der Herr ist jetzt fokussiert und ich benutze meine Fähigkeit Scharfrichter. Apropos scharf, ich muss noch halt mal das selber. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt noch scharf ist, nachdem wir hier alles umgebaut haben. Scharfrichter heißt auf jeden Fall, dass ich für jede Belastung, die du hast, einen zusätzlichen Schaden mache bei meinem Angriffswurf. Bis maximal 3. Du hast 3. Passt doch sehr schön. So, blau und grün. 1, 2, 3 sind 6 Schaden gegen die Jedi. Wenn alles scharf ist. Ja, ich glaube schon, er kommt wieder. Ich kann ihn sehen. 6 Schaden und ich darf mich nicht verteidigen, richtig? Doch, du darfst dich verteidigen. Oh, 5 Schaden. Ja. Okay. Das waren meine Sturmtruppen. Oh, warte, ich muss noch einen grünen nachwürfeln, der war ja fokussiert. Also sind es 7, 8, 9 Schaden gewesen. Also 8? Ja. Mhm. Musst du umdrehen? Ich schaue gerade nach. Du hattest Rüstung. Du hattest Rüstung und denk dran, du bist heroisch. Nee, ich muss noch nicht umdrehen. Gut. Aber bald. Wer ist jetzt dran? Ich glaube, ich würde dann einfach mal übernehmen, weil, keine Ahnung, das ist gerade so. Ich stehe da so einsam auf dem Flur. Ich lasse die Drohne einfach bei dir stehen und laufe 1, 2, 3, 4, 5, meine 5 Schritte. Ich helfe dir damit nicht. Und schieße auf den letzten Sturmtruppler in der Hoffnung, dem irgendwie ein schnelles Ende bereiten zu können. Das sind 5, entschuldige. Davon kommen 4 durch. Aber er ist Elite, er steht noch. Verdammt. Du bist dran. Nee, du bist dran. Ich bin dran. Mein Suchdroide piekst den Wookie. Das sind 1, 2, 3, 4 und durchschlagen 2. Also 4. Und danach bewegt sich mein Suchdroide. 1, 2, 3, 4. Fertig. Dann ist der Wookie dran. Ja. Dann ist jetzt die Frage, ist das der Droide, den wir suchen? Ich glaube schon. Dann sollte ich gucken, dass wir so schnell wie möglich dahin kommen, oder? Yep. Dann. Es gäbe da, Entschuldigung, auch kleine Vorlesetexte, die sind halt wieder auf Englisch. Man hat die Vorlesetexte verpatzt. Ja, deswegen werden die alle sehr stotterig dann sein. Wir wollen es trotzdem hören, das ist ja das Spannende an solchen Missionen. Eine dritte IG-Einheit bewegt sich durch die Türen, durch die gepanzerten Türen. Warte? Ach nein. Es ist auch relativ dunkel hier in dem Raum, deswegen. Eine dritte IG. Einheit kommt durch die Tore herein. Sie besitzt einen gepanzerten Körper und ein riesiges Blastergewehr. Sie schaut in eure Richtung und ihre mechanischen Augen glühen düster rot. Ich frage mich, ob man das Hubkonzert von draußen übrigens hört. Ja, die Autos hier scheinen irgendwie entweder, also ich glaube, es sind mehrere Dinge. Die Bremse ist mit der Hupe gekoppelt und außerdem gibt es noch so einen Zufallsauslöser und wenn gerade niemand anders in der Nähe ist, hupt es auch. Ich weiß, das gibt nicht wirklich... Du darfst auch nicht den Pickup vergessen, der mit dem Schlagzeug und dem Trompeter hier einmal täglich durch die Straßen fährt. Ja, hier fährt täglich ein Pickup rum, da sitzt hinten auf der Ladefläche irgendwie ein Schlagzeuger und ein Trompeter und die machen hier einmal am Tag Krach. So, also der, habt ihr die nicht gehört? Der Wookie hat seinen Zug oder seine 2 Züge genutzt, um näher an den IG-88 ranzukommen. Ich fürchte, der ist jetzt dran. Ja, IG-88 ist jetzt dran. Und er kommt auf den Wookie zu
Dann sag deinen Angriff an, dadurch erleidest du schon mal einen Schaden und eine Erschöpfung. So rum und so rum. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Dass er, die Absicht hat, ihn anzugreifen, ja, tut er ihm schon weh. Oh ja, so geil ist er. Und dann schießt er mit zwei roten Würfeln. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 7. 8, Entschuldigung. 8. 4 davon kann ich aufhalten. Das heißt, ich nehme nochmal 4 Schaden. Gut. Ja, das war das Imperium. Ich darf nochmal? Ja. Wollen wir jetzt erstmal den blöden Stormtrooper hier platt machen? Ja, ne? Ist am cleversten. Oder sollen wir alle jetzt auf IG-88 draufhauen und ignorieren? Was meinst du, Steff? Welche Runde haben wir? Runde 4? Ja. In Runde 6 müssen wir ihn platt haben. Ende der Runde 6 müssen wir ihn platt haben. Also wäre es besser, ich gehe zu IG-88 rüber und... Du bist gleich schon wieder tot. Ich bin nicht tot, ich bin nur erschöpft. Ich sehe nur deine ganzen Marker da. Ja, ja, wenn ja, wir die Lebensenergie erschöpft haben, drehen wir um und haben andere Werte, aber dann ist das Spiel nicht vorbei. Also, da ich nicht einschätzen kann, wie viele Lebenspunkte er hat und wie gut er sich verteidigen kann, weiß ich nicht, wie schnell wir ihn platt kriegen. Also sollte ich rüber zu ihm? Hätte ich jetzt gesagt. Sagst du? Ja, aber ich würde mich trotzdem gerne nochmal heilen vorher, deswegen haue ich erst nochmal auf den Stormtrooper ein. Und zwar wieder mit einem Präzisionsschlag. Der macht 3. Ich bin übrigens noch fokussiert, da du ja ziemlich viel Schaden 3 Durchschlag gemacht hast. Damit geht auch dieser Sturmtrupp. Er darf sich aber noch verteidigen, oder? Hattest du nicht Präzisionsschlag gesagt? Oh, stimmt, habe ich. Entschuldigung. Gut, und dann werde ich mich nochmal heilen. Ich muss erst die Belastung, den Stress abbauen, ne? Genau. Und mache nochmal eine Probe und habe einen Blitz. Das heißt, ich bin wieder fokussiert. Gut. Neue Runde. Dann gebe ich dir das wieder. Okay. Der Wookie darf jetzt wieder zweimal nächste Runde. Und ich nehme an, dass Maike sich noch was Lustiges ausdenkt für uns. Ja, ich denke, dass nochmal Sturmtruppler kommen. Das ist das Einfachste jetzt. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass hier nochmal Sturmtruppler kommen. Niemand weiß, warum diese Sturmtruppler für die Vorherrschaft der Maschinen kämpfen. Aber vielleicht fänden sie es einfach witzig. Vielleicht sind sie einfach große Terminator-Fans. Vielleicht sind es keine Sturmtruppler. Vielleicht sind das. Ja, in diesen Helmen sind so kleine Nieten und als sie sie aufgesetzt haben, wurden sie zu Maschinenzombies. Zum Beispiel, ja. Oder es sind Druiden, die sich als Sturmtruppler tarnen. Als Kind dachte ich, die Sturmtruppler wären Roboter. Kann ich nachvollziehen. Ja, dann ich denke, ich würde jetzt mal mit meinem fokussierten Angriff anfangen. Oh, warte, ich spiele eine Karte. Eine Schwäche zeigt sich auf. Ich lege diese Karte aus und das bedeutet, dass du diese Runde bei jedem Angriffswurf ein weniger Schaden machst und ein weniger Verteidigung hast, wenn du dich verteidigst. Okay. Ich darf trotzdem angreifen. Ja. Da ich fokussiert bin mit 2 roten und einem gelben. Und das sind... Weil du verletzt bist. Nein, weil ich fokussiert war. Nein, die Wildheit. Sobald du einen Angriff deklarierst, während du fokussiert bist, füge deinem Angriffspool einen roten statt einem grünen Würfel hinzu. Ja, ich verstehe, ihr seid total geil und hochstufig. Mach weiter. Das wären 7 Trefferpunkte. 7 Trefferpunkte gegen IG-88. Der hat mehr Lebenspunkte, als er drauf steht. Beziehungsweise, ich mache ja einen weniger, also nur 6 Trefferpunkte. Würfeln wir mal, wie viel durchkommt. Es kommen 5 durch. Oder... nee, es kommt 4 durch, er hat automatisch eine Rüstung. Und ich werde noch einen normalen Angriff nachschieben. Ich glaube, die Rüstung habe ich vorhin bei seinen Kopien zwischendurch vergessen. Sind allerdings nur 3 wahrscheinlich Treffer, die ich machen würde. Da kommt dann keiner durch. Okay, und das war mein Zug. Das war dein Zug? Das war mein Zug. Ist denn IG-88 jetzt im Bild? Ja, er steht schön präsent vorm Wookie. Dankeschön.
Gut, IG-88 ist auch derjenige, der jetzt was macht. Und zwar greift er einmal an. Du erleidest eine Erschöpfung und einen Schaden. Mhm. Schießt. 1, 2, 3, 4. Ja, kriege ich nochmal 4 und ich bin somit hin. Also sprich verletzt. Wookie wendet jetzt sein Charakterdatenblatt und da sind neue Werte drauf, die teilweise schlechter sind, teilweise aber auch ihm Vorteile bringen, richtig? Richtig. Der Wookie wird stärker, wenn er verletzt ist. Und die anderen werden nur schwächer, wenn er verletzt sind, glaube ich. Und nochmal 4 Schaden. Ich hatte gehofft, dass ich einen Blitz würfle. Wo sind auf den Roten überhaupt Blitze? Auf den Roten sind keine Blitze, das erklärt es natürlich. Nee, doch, da ist einer. Gut. Kann regenerieren für mich. Und ich bin wieder fokussiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gerade 3 Stormtrooper platt gemacht und da sind schon wieder 3 neue. Warum, Magie? Da ist halt ein Nest. Mhm. Wir ignorieren die jetzt, oder? Sonst schaffen wir es nicht. Möchtest du, Basti? Ja, gut. Ignorieren wir sie. Ich nehme eine Erschöpfung auf. Und ich kann nicht durch den Wookie durchschießen, ne? Nein. Dann nehme eine Erschöpfung auf. Das fragt er immer. Ja. Weil ich jedes Mal die Hoffnung habe, dass man mir was anderes sagt. Machst du mir eingeben? Und nutze meine Position, um zu schießen. Du musst entweder eine weitere Verschöpfung werfen, auf dich nehmen, oder ich kriege einen Vorteil beim Verteidigungswurf. Da ich mit meiner Erschöpfung voll bin, kriegst du wohl einen Vorteil. Gut. Das war dumm. Ich hätte zuerst. Ist die Karte jetzt dann immer noch aktiv? Die ist bis zum Ende der Runde aktiv. Ah, okay. Gut. Na gut. So, ich schieße dann einfach mal, während Nico sich überall verteilt. Das sind 4 Trefferpunkte. 4? Okay. Das sind also einer, der durchkommt. Hm. So. Ich nutze mein Opportunistentum und laufe einen Schritt, damit ich näher dran bin und weiter von den Sturmtruppen weg und mache meinen zweiten Angriff. Das sind 4, 5. Kannst du mir einen neuen 5er-Marker geben, weil meiner ist runtergefallen, wenn ich in der Bette nach Höhle fasse, so komische Dinge. Welche Würfel meinst du, die du gewürfelt hast? Die beiden. Die beiden, okay. Und das sind 5 Schaden. Davon kommen 2 durch. Ja, immerhin wird was. Ich habe einen Angriff erfolgreich durchgeführt und laufe meinen weiteren Schritt. Und bin damit fertig. Damit ist das Imperium dran. Sturmtruppe Nummer 1 schießt auf die Jedi. Ja, mach mal. Eins, zwei, drei, vier. Den würfel ich nochmal. Okay. Einer. Einer? Krieg ich einen? Sturmtruppe Nummer 2 schießt auf die Jedi. 1, 2, 3, 4. 3. Umdrehen? Warte. Ja. Ich hätte gerade noch einen Rüstungspunkt mehr bekommen, weil ich Vorahnung angewandt habe. Das heißt, ich habe eben keinen Schaden bekommen. Okay. Und jetzt kriege ich 3? Ja. Okay, dann kriege ich noch 2. Dann bin ich bei 10. Dann habe ich noch einen, bevor ich umdrehen muss, ja? Okay. Was passiert wohl? Auf wen wird der dritte Stormtrooper schießen? Auf dich. Und das sind 1, 2, 3. Den mache ich nochmal. Wie viel ist denn jetzt? Jetzt kommt keiner mehr durch. Okay. Dann bin ich jetzt dran, richtig? Ja. Okay. Du machst es aber auch spannend. Ich habe 18. Okay. Ich schaue da gerade, wo dir die Vorahnung ein... Das ist eine Zusatzkarte. Die Verteidigungshaltung ist eine Ergänzung zur Vorahnung. Gut. Ich nehme einen Stress auf. Ich gehe da hin. Da ist er noch nicht in Reichweite, ne? Dann nehme ich noch einen Stress auf. Das geht, richtig? Du darfst bis zu 2 aufnehmen. Okay. Um dich zu bewegen. Ja, das kann ich auf ihn schlagen. Und ich bin fokussiert. Das heißt, ich schlage mit einem grünen Meer. Mhm.
Und das sind 5. Das ist einer. Und dann haue ich nochmal normal drauf. Und das sind 4. Das ist keiner. Das ist keiner. Das ist aber auch eine fiese Möwe. Der ist zäh, ja. Okay, damit wäre ich dran gewesen. Und ich glaube, der Wookie darf nochmal. Aber ja, du darfst. Die 88 darf nochmal. Oder wer auch immer. Nein, mein Suchdruide darf. 1, 2, 3, 4. Und dann schießt er der Schmugglerin in den Rücken. Möchte die schnell? Schuss. Nein, ich kann nicht mehr, weil sie zu erschöpft ist. Tja. Dumm gelaufen. Mach mal bitte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. 1, 2, 3 und durchschlagen 2. Sag mir, was ich dagegen tun kann. Du kannst entweder höheren Schaden oder durchschlagen negieren, aber es ist relativ... Das ist ziemlich egal, glaube ich. Ja, also du kriegst immer noch auf jeden Fall... Ja, ich weiß, ich muss trotzdem kurz rechnen. du kriegst einen Schaden und du kriegst durch diese Karte nochmal eine Erschöpfung und einen Schaden. Also kriege ich insgesamt 3 Schaden, weil ich... Ja, weil deine Erschöpfung voll ist. Okay. Aua. Ja, hier wäre ich mit meinen 4 Punkten hingegangen. Gut, dann war es das mit deiner Druide. Ja. Dann darf der Wookie. Da ich verletzt bin, habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal 2 Treffer automatisch, die ich mache. Und ich bin fokussiert, das heißt wieder 2 rote, 1 gelber. Das sind dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, 8 Schaden und durchschlagend. Ja, damit hat sich es vermutlich entschieden. Ja, davon kann ich nur 2 abfangen. Und damit erledigst du IG-88 und ihr seid die triumphalen Sieger. Juhu. Hätte der Wookie das jetzt aber nicht geschafft, hätte ich danach noch meine Drohne sprengen können. Damit wäre die Jedi auf jeden Fall umgedreht worden. Und vielleicht hätte ich nächste Runde es dann noch knapp geschafft, also mit der ersten Figur, die anfangen darf, auch die Schmugglerin zu erwischen. Und damit hätte ich gewonnen, wenn ihr alle 3 verletzt gewesen wärst. Du hättest mich alleine schon mit der Sprengung, glaube ich, erwischen können. So, während wir gespielt haben, ist die Sonne über Kashgar langsam untergegangen und wir schauen auf einen vor allem etwas smogigen Wüstenhimmel. Entschuldigt bitte, dass deswegen auch zwischendurch das Spiel immer dunkler geworden ist. Unser Lichtequipment ist im Auto und das ist in der Werkstatt. Und die Hotelbeleuchtung ist minimalst. Ja, ich glaube, sie sparen Strom, indem sie die Hälfte der Glühbirnen rausdrehen. Das ist der Gedanke, der zählt. Ja. Ja, wie fandet ihr die Mission jetzt? Ich fand sie ehrlich gesagt doof. Naja, ich weiß nicht, irgendwie falsche IG-88s jagen, es könnte spannend sein, aber es war nicht spannend. Es hat kein neues Gameplay-Element drin, wo man sich denkt, hey, das ist ein Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe, die Story ist auch nicht vorhanden, also ich hoffe, dass die anderen Add-ons ein bisschen mehr Appeal bieten. Aber es gibt eine tolle IG-88-Miniatur. Die Miniatur ist das Beste daran und aber das Design der Karten natürlich. Es war doch jetzt nur die erste Mission einer von diesen Zusatzpäckchen, oder? Da ja, aber pro Zusatzpack gibt es nur eine Mission. Okay, war langweilig. Aber was ich trotzdem weiterhin gut finde und gerne beobachte, ist, dass das Balancing auch diesmal wieder ziemlich gut hingehauen hat. Haben wir IG-88 jetzt zerstört? Aber er ist ja ein Druide, der kann sich immer wieder neu zusammenbauen. Warte, also, ja, Abschlusstext. Was ist ein Abschlusstext? Den hast du uns wieder vorenthalten wollen. Stirbt endgültig. Ihr könnt das Unausweichliche nicht aufhalten, zischt euch IG-88 in einer knirschenden, mechanischen Stimme zu, während er sich zurückzieht. Wir sind euch überlegen. Bald kommt der Tag, an dem wir unseren rechtmäßigen Platz als Meister dieser Galaxis einnehmen werden. Widerstand ist zwecklos. Und aus irgendwelchen Gründen wird mir das Imperium dabei helfen. Ihr werdet noch sehen. Und damit macht er den Moonwalk rückwärts durch die Tür raus. Und wir sind von seiner Rede zu gebannt, um ihn zu verfolgen. Ja, aber er bekommt Erfahrungspunkte und Geld und alles ist gut. Aber nicht, weil diese Charaktere leider schon hingerichtet wurden, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und spätestens jetzt werden sie von Sturmtruppen in den Rücken geschossen und sind eh hin. Wisst ihr, das waren nur ganz komische Fieberträume, die während ihr die Giftspritze bekommen habt in eurem Gehirn rumspringen. Ich dachte, während wir unter der Dusche stehen, fällt uns auf, das haben wir alles nur geträumt. Okay. Man kriegt eine Giftspritze vom Imperium? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, ihr werdet öffentlich erschossen. Oder keine Ahnung, man wirft euch in eine Arena von Insektenmenschen, wo ihr von Tieren zerfleischt werdet. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Gute Frage. Vielleicht ist es auch so ein Menü, wo man sich aussuchen kann. Ich würde gerne von... Also auf jeden Fall, es wird ein lausiger Tag. Ja.
Gut, vielleicht machen wir das mit den anderen Addons auch nochmal, aber dann im Studio mit vernünftiger Beleuchtung und mehr Zeit und besserer Technik. Und ja, also wir hätten mehr Licht gehabt, hätten wir Steffs Bett angezündet. Ja, ich würde dir vorschlagen, wir zeigen den Leuten auch nochmal dieses Spieler gegen Spieler, die Variante, die quasi Tabletop-Variante. Ja, aber nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Nicht bei dem Licht. Ich hoffe, wir kommen nach Hause und können euch mehr zeigen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.